Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Aber bevor wir das machen, holen wir hier alles mit, ne? So viel Kaffee wieder aufsammelt, müsst ihr doch einen Koffeinschock bekommen. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich mal einen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe ja die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Wettbewerb, hm? Es gibt keinen Grund, jetzt schon auszuflippen. Das ist richtig. Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Ja, ich schau mich hier nur um, Ellen. Ich habe das schon mitgekriegt, dass wir da lang müssen. Auch wenn wir uns bestimmt strafbar machen, aber wir wollen unsere Frau retten, das ist wichtiger. Komm, dreht das ein. Genau so, wie Chuck Norris das auch machen würde. Hier haben wir noch eine Manuskriptseite. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Also ich werde ihn umbringen, wenn jemand meine Frau entführen würde. Ganz einfach. Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Mhm. Machen wir. Aber ich würde es ja sagen, wäre vielleicht einfacher, aber dann passiert Alice bestimmt was, also lassen wir das mal lieber. Mit dem Bescheid geben. Was ist mit dir, Kumpel? Wo bist du hin? Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer im Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice' Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Alles klar. Und hätten wir das Licht nicht angemacht, wäre der vielleicht schon tot. Wer weiß das schon. Oder besessen. Fantastisch, Sarah. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, denn die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Sie sind für ihre Taten natürlich nicht verantwortlich. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Oh, hey, oh je, ganz ruhig. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut.
ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Tja, da ist halt viel passiert, Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Keine Ahnung. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Ich wollte eine Hütte an. Mieten, es ist um nicht Ihre Schuld. Zu warten. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Skelett eines Prärie-Mammuts. Dieses Exemplar, dessen Alter auf etwa 14.000 Jahre geschätzt wird, wurde 1981 in den La Brea Tar Pits gefunden. 1998 wurde es dem Elderwood-Nationalpark gestiftet, als das Prärie-Mammut zum offiziellen Staatsfossil Washingtons erklärt wurde. Das Mammut wurde Hasenzahn Charlie getauft und ist inzwischen das offizielle Maskottchen des Parks. Okay. Ist auf jeden Fall mal ein großes Mammut, aber die waren ja auch groß, also von daher. Timeline of Evolution. Gut, schauen wir uns hier trotzdem mal wieder um. Was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Ja, ist ja gut. Ich weiß, es klingt verrückt, aber es ist nicht verrückt. Glaube ich. Was? Du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann. Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles weißt ist einfach... Weißt du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Das ist aber ernst gemeint, Barry. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Stress doch nicht andauernd. Mit wem soll ich denn reden oder was soll ich... Ach, rausgehen wahrscheinlich. Nö, da komme ich nicht raus. Da komme ich raus. Haben wir hier noch irgendwo eine Manuskriptseite? Also, Junge, es ist fast geschafft. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, ja, alles klar. Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Armer Max. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Das Formular liegt auf dem Tisch gegenüber vom Mammutskelett. Ja, ich weiß. Und Leute, ja, das Spiel ist halt sehr story-getriffen. Deswegen kann ich nicht dauernd reden. Einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit Katastrophe. Reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon. Du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Nee, das ist kein Witz, also von daher. Ich gehe mal mich um das Anmeldeformular kümmern. Hey, Rusty. Hier ist das Formular.
Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang und ein schönes Plätzchen. Und ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Wenn Sie sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Oh, und passen Sie auf, falls Sie durch den Wald gehen wollen. Nicht, dass es Ihnen so geht wie Max. Ich bin etwas besorgt. Wir haben da draußen ein paar Camper, von denen wir länger nichts gehört haben. Nicht, dass Sie sich regelmäßig melden sollten, aber mit diesen Fallen... Ja, ich will einfach keinen Ärger. Okay, danke. Dankeschön und auf Wiedersehen. Komm, Barry. Ich würde glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Bups! Und der sich dann in Luft auflöst? Unverhofft, ja. Bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das genau das. Sonst nur Leute, die bis auf Weiteres in Gummizellen einziehen. Im Bett fixiert, mit weißen Kieteln an, die viel zu lange Ärmel haben. Und jeden Tag bunte Pillen schlucken. Ist ja gut. Sorry, jetzt habe ich das übersprungen, das wollte ich gar nicht. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al! Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Was? Gesundheit. Was? Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Gesundheit. Dieser Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Die wissen schon, warum sie 15% Anzahlung nehmen. Na, jetzt stell dich nicht so an, du Lusche. Bist du ein Mann oder eine Memme? Na gut, du bist ein Manager, also bist du kein Mann. Also, nicht, dass ich sagen will, dass Manager keine Männer sind, aber viele davon sind also Weicheier. Oh, ne, lassen wir mal lieber an. Das angelassene Licht ist natürlich sicherer. Nur die Frage, ob ich erstmal da gucken soll oder da. Ah, da kann ich gar nicht gucken. Gut, dann gehe ich hier raus. Viel Spaß, Barry. Und hab keine Angst. Sie haben es hoffentlich nicht auf dich abgesehen. Obwohl man weiß ja nie, ne? So dunkle Kreaturen, die ich mir nur einbilde. Angeblich laut dir. Ja gut, das klingt wirklich verrückt, aber... Na, man darf niemals nie sagen. Und da ist noch eine Thermoskanne. Boah, hier liegt so viel Kaffee rum. Thermosflasche, Mann. Ist ja gut. So, schauen wir uns weiter um. Keine Manuskriptseite für uns. Leider nicht. Aber jetzt sollte ja ein bisschen weniger Story da sein. Und wir haben wieder mehr Action langsam. Mach das. Ist sicherer, glaub mir. Vor allem für dich Schisse. Barry, Zweifel an Wakes Verstand. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagend für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt.